Tag, liebe Sportskameraden, euer Görki hier am Start. Heute mal wieder mit dem Rohit von OsteoVital. Und heute sprechen wir ein Thema an, was interessant ist und bei vielen sicherlich schon mal so im Raum stand. Und zwar das Thema Bandscheibenvorfall, die Verletzung. Beziehungsweise erstmal, was ist eine Bandscheibe? Und dann gebe ich gleich mal hier an den Experten weiter, der erklärt euch das Ganze mal. Ja, genau. Eine Bandscheibe, die... Ja, ich erkläre das einfach erstmal, was eine Bandscheibe ist. Eine Bandscheibe liegt zwischen unseren Wirbelkörpern, die schützt sozusagen unsere Wirbelsäule vor Stauchungen, vor Erschütterungen und federt das Ganze sozusagen ab. Und die Bandscheibe besteht eigentlich aus zwei Strukturen. Einmal den Gallertkern, der ist mittendrin, und außenrum ist so ein, so ein festerer Ring, kann man sich so vorstellen wie, wie so eine Zwiebel. Ja, wenn man die aufschneidet, dann sieht man ja auch die einzelnen Schichten, und auch hier bei diesem Faserring, sagt man, das ist ein Knorpelgewebe, ist das in sämtliche Richtungen. Das heißt, diese Bandscheibe hat dann auch richtig Stabilität, richtig fest, und innen drin ist eher so eine flüssige Masse, also der Gallertkern. Und ja, bei einem Bandscheibenvorfall ist es so, dass dieser Faserring außen mit der Zeit brüchig werden kann. Es kommen zu kleinsten Mikrorissen, und das spürt man eigentlich auch gar nicht, und es ein richtiger Vorfall ist halt, wenn dieser Faserring schon wirklich durchbrochen ist und dann der Gallertkern, also wenn das jetzt der Finger ist, das ist jetzt der Gallertkern, wenn hier dieser Faserring einfach durchbrochen ist und der Gallertkern austreten kann, das ist dann ein Bandscheibenvorfall. Also wenn es im Endeffekt dann komplett abgenutzt ist. Das heißt, das Dämpfungssystem zwischen den Wirbelkörpern ist weg und... Nee, das muss nicht mal direkt weg sein, sondern klar, im Alter ist es so, dass die Bandscheibe immer mehr an Flüssigkeit verliert und auch an Höhe. Aber ein Bandscheibenvorfall ist halt schon, wenn dieser Gallertkern halt wirklich austritt, wenn der Faserring durchbrochen ist. Und dieser Gallertkern, wenn der ausgetreten ist, der kann dann auf andere Strukturen drücken. Ja, die Bandscheibe selber tut nicht weh, die hat keine Nerven, hat auch keine Blutversorgung. Sind es denn die Wirbelkörper, die sich dann irgendwie auch berühren, weil dazwischen halt diese Dämpfung fehlt? Oder ist es einfach, sagen wir, der ausgetretene Gallertkern, dass einfach dort irgendwo was fehlt? Ja, also bei einem Bandscheibenvorfall ist es so, dass dieser Gallertkern auf die Spinalnerven, also auf die Nerven seitlich zum Beispiel oder nach hinten auf den Rückenmark drückt. Ansonsten das andere wäre halt die Bandscheibenabnutzung. Ah, okay. Also das kommt dann im Laufe des Alters. Also dass sich die Wirbelkörper auch wirklich tatsächlich berühren und dass dann auch Knorpel dazwischen sind und die Reibung dann da ist. Richtig. Ja. Gut, jetzt wissen wir erstmal auf jeden Fall schon ganz genau, was ein Bandscheibenvorfall ist. Jetzt, wie kann man da präventiv, also wie kann man vorbeugen, gerade vielleicht auch beim Krafttraining, welche Fehlbewegung zum Beispiel sollte man verhindern? Ja, es gibt ja auch so viele Tricks, wie man zum Beispiel im Auto einsteigen sollte und so weiter und so fort. Mhm. Worauf kann man denn vor allem beim Krafttraining jetzt mal achten, dass man da jetzt nicht so schnell einen Bandscheibenvorfall bekommen kann? Ja, also beim Krafttraining ist es vor allem wichtig, dass man halt eine ordentliche Technik hat. Also man kann sich diesen Gallertkern auch so vorstellen wie so ein, oder vielleicht ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt einen Burger essen, ja, dann, ihr kennt das, wenn ihr einen Burger esst, dann schwappt das auf der anderen Seite aus, ja, oder ein Hotdog, dann geht die Wurst auf der anderen Seite raus. Und genauso ist es mit der Bandscheibe. Wenn wir uns nach vorne neigen, dann drückt die Bandscheibe nach hinten. Wenn wir uns seitlich neigen, dann zur Seite hin. Wenn wir jetzt aber andauernd mit einer krummen Haltung trainieren, das heißt, der Rücken rund wird und dann irgendwelche Squats oder Kreuzheben machen, dann ist es natürlich so, dass die Bandscheibe sehr stark nach hinten gedrückt wird, und dieser Faserring, der muss halt sehr viel Druck aushalten, und dann kommen halt so kleine Verletzungen. Daher schauen, dass man mit geradem Rücken die Übungen macht, schauen, dass man eine gute Rumpfstabilität hat, und erst dann, wenn da wirklich alles passt, dann auch bei Kniebeugen und so weiter das Gewicht erhöhen. Kann man beim Bandscheibenvorfall sagen, dass es aufgrund einer fehlhaften Dauerbelastung kommt? Oder kann es auch sein, dass man vielleicht einmal eine falsche Bewegung macht mit zu hohem Gewicht und es dann schon passiert? Oder kann man eher sagen, ein Bandscheibenvorfall entwickelt sich im Laufe der Jahre einfach aufgrund einer dauerhaften Fehlbelastung? Also ich würde sagen, ein Bandscheibenvorfall entwickelt sich über Jahre. Also immer wieder eine blöde Bewegung, immer krumme Haltung und so weiter. Mit der Zeit ist es so, die Bandscheibe hält viel aus,
Aber dann irgendwann braucht man nur noch so eine blöde, ruckartige Bewegung machen, meistens irgendeine Rotationsbewegung, also wenn man irgendwie eine Kiste aufhebt mit krummem Rücken und dann noch eine Rotation hat, dann reißt es komplett. Aber man kann halt sagen, dass dieser Bandscheibenvorfall dann nicht jetzt durch diese blöde Bewegung stattgefunden hat, sondern einfach aufgrund der Dauerbelastung. Genau. Deswegen wahrscheinlich auch bei vielen, die halt einen Bürojob haben, dauerhaft halt so hängen oder auch vielleicht unten im LWS-Bereich eine krumme Haltung stetig haben. Gerade da merkt man und man hört es ja auch oft, dass Berufstätige, sag ich mal so, vielleicht Anfang, Mitte 40 kommt das dann häufig vor, ne? Vielleicht auch schon mal öfters früher, aufgrund der Fehlbelastung. Deswegen ganz wichtig beim Krafttraining, vor allem sicherlich so eine Art Technikschulung auch, dass man einen hat, der vielleicht auch hin und wieder mal drüber guckt, dass man sich auch vielleicht auch regelmäßig im Spiegel kontrolliert. Habe ich eine gerade Wirbelsäulenhaltung bei meinen Übungen und dann kann eigentlich in der Regel nichts falsch gehen. Ne? Aber es ist wahrscheinlich auch dieser Übermut, dieses ja irgendwie das Gewicht hochziehen oder wegdrücken und ja, wahrscheinlich einfach diese Kontrolliertheit. Dann muss man einfach gucken, dass man es kontrollieren kann. Ja, da haben wir mal eine sehr, sag ich mal, ausführliche Zusammenfassung eines Bandscheibenvorfalls und was eine Bandscheibe ist, ist mal ganz wichtig. Viele hören vielleicht immer nur den Begriff und ein paar Sätze dazu. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was ist. Vielleicht kann ich euch auch nochmal hier eine Abbildung gleich mit reinhauen. Und ja, vielen Dank für die Aufklärung hier. Gerne. Und wie gesagt, wenn ihr mehr an diesem Bereich auch haben möchtet, also Hohlkreuz und so weiter und so fort, hast du ja schon eine ganze Videoserie drüber gemacht, betrifft sicherlich auch viele von euch, dann schaut mal beim Rohit vorbei, Ostovital, das Logo findet ihr jetzt hier, könnt ihr mal draufklicken und ansonsten bis bald, haut rein. Genau, bis dann. So I saw her standing there all by herself, so I walked up to her, You don't smoke, that's alright. You can roll it up for me and we can light it up. We can light it up.